Ursprünglich eine reine Biker-Veranstaltung, zählt das Anlassen am Nürburgring mittlerweile auch unter Trikern und Quad-Piloten als Kultevent. So galt der 19. April 2015 als Pflichttermin, zumal Facebook-Guru René Schmitz speziell für den diesjährigen Event die Gruppe Nürburgring Anlassen für Quads eingerichtet hatte. Und allein auf seinen Aufruf hin pilgerten rund 300 Piloten zur Traditionspiste in der Eifel. Insgesamt trafen sich beim Anlassen am Nürburgring 2015 rund 10.000 Biker, Triker und Quad-Piloten aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Und so präsentierte sich Erich Müller aus Sassen bereits bei der Ankunft so manches interessantes Gerät. Für göttlichen Segen sorgte zunächst ein ökumenischer Gottesdienst, dem traditionsgemäß ein gigantischer Korso über die ruhmreiche Nordschleife folgte. Martin Merten vom Quad-Club Wupperquad war nicht mit dem Quad dabei, dafür mit der Videokamera, sodass er die Teilnahme seiner Clubkameraden aus sicherer Entfernung vom Kreuz Breitscheid aus für die Nachwelt dokumentierte. Die Stimmung und das Wetter am Kreuz Breitscheid waren prima und sowohl die Fahrt zum Ring als auch die Organisation an der Rennstrecke haben super geklappt. Insgesamt eine schöne, bunt gemischte Veranstaltung, bei der Bikes, Trikes, Quads, Karts und Buggies einträchtig über die Nordschleife getourt sind. In Anbetracht der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen sich die Rennstrecke in der Eifel derzeit befindet, kann aktuell in der Tat kaum jemand konkret sagen, wie es mit den Veranstaltungen im kommenden Jahr weitergeht. So kann man nur hoffen, dass nichts dran ist an den Gerüchten, nach denen das Anlassen am Nürburgring 2015 das letzte Event dieser Art am Ring gewesen wäre.